Willkommen bei CSR Automotive. Wir zeigen euch heute einen neuen Heckflügel für den aktuellen Audi TT. Der ist aus Fiberflex und wie ich euch in dem letzten Video schon angekündigt habe, mit einem neuen Montageverfahren und zwar verkleben mittels 3M Klebeband. Und ob das hält und wie das Ganze ausschaut und wie es funktioniert, das zeigen wir euch gleich. So, dann schauen wir mal, was alles dabei ist. Natürlich der Heckflügel. Wichtig ist auch hier zu kontrollieren, ob es sich denn auch um den Heckflügel handelt, den ihr bestellt habt. Die Nummer ist bei unseren Bauteilen meistens in das Material eingeprägt. Hier wäre natürlich beim Lackieren auch sinnvoll, diese Nummer nicht überzulackieren oder zu verschleifen. Der Flügel kommt mit einem gültigen TÜV-Teilegutachten. Und zwei Rollen 3M Klebeband und zwei Reinigungstücher. Zunächst einmal den Heckflügel auf Passform prüfen. Dazu empfiehlt sich wie immer ein zweiter Mann oder auch eine zweite Frau den Originalflügel ausfahren und unseren Heckflügel versuchen entsprechend der Kontur aufzulegen. In diesen Bereichen setzen wir den Heckflügel immer ein bisschen, ein paar Millimeter vor die Originalkante. Grund dafür ist, dass der Heckflügel reibungslos ein- und ausfahren kann und der Zubehörflügel nicht an der Originalkarosserie schleift. Man darf eins nicht vergessen, hier kommt noch Spritzspachtel und Lack drauf. Das trägt mit Sicherheit nochmal locker um einen guten Millimeter auf. So, wie man sehen kann, soweit alles in Ordnung. Jetzt kann man den Heckflügel zum Lackieren geben. Wie professionell lackiert wird, zeigen wir euch in diesem Video. Ansonsten kann man das Ganze auch folieren. Mit Folierungen haben wir bislang auch super Erfahrungen machen können. Auch hier ist noch zu sagen, wichtig, das Loch zum Entgasen bitte nicht schließen, sonst geht euch anschließend der Heckflügel wie ein Luftballon auf. Nun wird das 3M Klebeband aufgetragen. Zunächst einmal reinigen, denn Silikonrückstände, Dreck, Staub, und so weiter muss entfernt werden. Nur was richtig sauber ist, klebt auch. So, und jetzt sind wir soweit, das 3M Klebeband aufzukleben. Dabei ist immer wichtig, mit dem Klebeband bis zum äußersten Rand zu gehen. Damit wird vermieden, dass sich Schmutz, Wasser und vor allem Fahrtwind unter den Heckspoiler setzen kann. So, und jetzt machen wir noch den Originalspoiler sauber. Klebeband aufgetragen, ordentlich sauber gemacht. Jetzt machen wir den Flügel final dran. Wichtig auch hier, erstmal, ich mache in dem Fall immer hier den Finger drunter, damit ich noch nicht direkt Kontakt bekomme mit dem Metall. Und dann, wenn ich merke, jetzt ist die Position genau so, wie ich sie vorher bei der Probemontage hatte, dann fange ich an, in der Mitte anzudrücken und aufzuschieben und dann erst den Rand zu gehen.
Und auch ein 3M-Klebeband braucht eine gewisse Haftzeit. Deswegen ein Band zum Fixieren des Spoilers anbringen. So, der Heckflügel ist jetzt nochmal zusätzlich fixiert worden mit dem Klebeband. Jetzt 4 Stunden stehen lassen. Im Endeffekt können auch sämtliche Heckflügel oder Heckscheibenblenden, die mit 3M-Klebeband montiert werden, auch mit nur einem normalen Karosseriekleber verklebt werden. Die Montage ist im Endeffekt das gleiche. Auch da nochmal fixieren. Allerdings haben wir dort Antrocknungszeiten von ca. 8 bis 14 Stunden. So, ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wir freuen uns über jeden Like und wollt ihr in Zukunft keine Videos mehr von uns verpassen, dann abonniert unseren Kanal. In diesem Sinne, gute Fahrt!